Mann, oh Mann, oh Mann, oh Mann, oh Mann. Warum springt er nicht auf das Dach? Na los! Schlag! Gleich hau ich richtig zu! Du schlägst ja wie ein Mädchen. Nicht lau! Nicht lau! Haarsträubend, was denen alles auf den Hals hetzen. Hallo, ich blocke. Ah, nun kommt wieder die ganze Meute. Thank you.
Ich will meine alte Pistole wieder, da muss der aller Furze lang wieder neu laden. Entenfuß. Ah, nee. Steinschloss. Ah, hier. So rum. Die ist besser. Finde ich zumindest. Ich glaube, eine brauchen wir noch. Das war der zweite von dreien. Ich weiß bloß nicht, wie lange diese ganze Mission geht. Wie viel Befreiungsmissionen man da absolvieren muss. So, jetzt können wir zum Auftraggeber. Und damit sollte die Mission erledigt sein. Ja, ich frage mich, was mit mir los ist. Ah, Connor, dein Ruf eilt dir voraus. Doch jetzt ist die Zeit, das Werk zu vollenden. Ich hörte, dieser Kerl sei aus dem Nichts aufgetaucht und niemand hat die Klötner, du weißt schon, sich ihm zu stellen. Bis heute. Wir brauchen eine eigene Bande. Feuer mit Feuer bekämpfen. Wird langsam Zeit, dass jemand etwas unternimmt. Ich bin dabei. Spricht für dich. Das wäre schon mal einer. Kommt mit, wir sammeln den Rest. Hey, die Bar macht zu! Raus hier! Den Anführer der Templer töten. Thank you.
Da schwant mir doch Böses. Ist da auf dem Schiff? Leibwache? Falsche. Er war ein Templer. Was wie? Die Tempelritter? Jesus, ich dachte, die gäb's nur im Märchen. Sie sind sehr echt. Glaube ich dir aufs Wort, Kumpel. Tja, war mir ein Vergnügen. Wenn du jemals Hilfe brauchst, wobei auch immer, ich bin dein Mann. Die Gangs von Boston. Volle Synchronisation. Hallo. Ist ja krass. Gut. Dann können wir ja ins Grenzland, ne? Und jetzt? Bescheidene 400 und Meter. So geht das, ohne drauf zu gehen. Also hier muss ich sagen, sieht eigentlich die ganze Landschaft recht ordentlich aus. Synchrone Biber. Da fällt mir im Moment auch nichts Gravierendes so an den Felsen auf. Es ist getan. Johnson ist tot? Nein. Er verschwand, als der Tee vernichtet war. Nur um neue Pläne zu schmieden, ganz sicher. Du hättest ihn töten sollen. Das war nicht nötig. Die Zeit wird zeigen, ob du recht hast. 6 Monate später. Kanindoko, was machst du hier? Ist etwas geschehen? William Johnson kam zurück, mit genug Geld, um unser Land zu kaufen. Er trifft sich gerade mit den Ältesten. Ich flehte sie an, abzulehnen. Doch ich fürchte, er wird Erfolg haben, wenn du nicht einschreitest. Wie ist das möglich? Der Tee wurde vernichtet. Die Templer waren schon immer so erfinderisch. Du hättest auf mich hören sollen. Bitte, du musst ihn aufhalten. Das werde ich. Weißt du, wo sie sich treffen? So, ich würde sagen,
bevor wir mit der Quest weitermachen, gehen wir mal schnell zum Hingebein. Wieder da? Was hast du diesmal für mich? Will nicht pingelig sein, aber das reicht nicht. Da brauchst du schon mehr. Der ist ja... Boah, ist das ein Gierschlund. Komisch, bloß hier können wir reiten. Oh, hier haben wir ja noch... gut zu tun. Verhandlungen mit dem Feind. Isi na gnya dara dit kanunsu de ne Johnson si unja dara rockstar. Gua hi gansi wat ne kanun hara dun hagedum. Da gua der hara at gua kanto. Wird wieder nicht geladen. Coercive Acts, Zwangsgesetze. Die Coercive Acts, manchmal auch Intolerable Acts genannt, unerträgliche Gesetze, waren eine Reihe von Gesetzen, die das britische Parlament als Reaktion auf die Post-Tea Party erließ. Unter anderem wurde damit die gewählte Legislatur von Massachusetts abgesetzt und der Hafen von Boston wurde geschlossen, bis die East India Company für den verlorenen Tee entschädigt werden würde. Was, mal ganz ehrlich, unter gar keinen Umständen geschehen würde. Diese Gesetze waren ein schwerer Schlag für die Wirtschaft und die Selbstbestimmung von Massachusetts. Die Gesetze erhielten ihren Namen, weil das britische Parlament hoffte, die Bürger durch hartes Durchgreifen zwingen zu können, zu guten und braven Kolonisten zu werden und die gewaltsamen Proteste aufzugeben, damit ihnen nicht dasselbe passiert. Leider hatten die Gesetze den gegenteiligen Effekt. Sie machten es den Whigs einfacher, für die Unabhängigkeit zu argumentieren und den Loyalisten schwieriger, das Parlament so darzustellen, dass es nur das Beste für seine Bürger im Sinne hatte. Scheinbar mag niemand Tyrannen. Die Boston Tea Party. Dies war eines der Schlüsselereignisse, die zur amerikanischen Revolution führten. Demonstranten, einige... hatten wir doch schon mal. Gibt's hier noch ein Update? Halt. Ach, hier gibt's glaube ich noch mal ein Update. Mir zitterten die Hände, als ich das schrieb. Die Briten reagierten auf die Proteste, indem sie britische Truppen unter Thomas Gage aussandten, um die Stadt zu besetzen. Sie schlossen außerdem den Hafen von Boston. Das war Teil einer Reihe von Gesetzen unter dem Namen Coercive Acts, mit denen das Parlament die Kolonisten bestrafen wollte. Natürlich brachte ihnen das unter den Kolonisten keinerlei Sympathie ein, sondern führte geradewegs zum Ausbruch der Revolution. Mit Tee ist halt nicht zu spaßen. Assassinenrekruten, Duncan Little. Geboren 1730. Duncan Little stammte ursprünglich aus Irland und war der jüngste Sohn einer Großfamilie. Er ist in jungen Jahren in das Priesteramt eingetreten und wurde im Jahr 1756 als Missionar nach Afrika geschickt. Little verbrachte einige Jahre in Afrika, kehrte aber 1760 nach Irland zurück und legte sogar das Amt des Priesters nieder. Ich würde dir gerne sagen, warum, aber diese Information liegt hinter den Mauern des Vatikan verschlossen. Und ich hacke mich nicht mehr in ihre Datenbank, seit sie das alte Passwort B3LOV3POP3 schon wieder geändert haben. Das nächste, was ich weiß, ist, dass er Passagier auf einem Schiff nach Boston war, im Jahr 1763. Seinen Briefen ist zu entnehmen, dass seine Familie ihn nach seinem
Bruch mit der katholischen Kirche wohl mehr oder minder verjagt hat. Von wegen Blut ist dicker als Wasser und so. Little ließ sich im Bostoner Bezirk North End nieder, wo er bald den Ruf eines Streitschlichters genoss. Er war gerechter und auch nicht ganz so teuer, wie zur örtlichen Justiz gehören. Wie zur örtlichen Justiz zu gehen. Wenn er nicht im Wirtshaus saß, half er Leuten, ihre Probleme zu lösen, meist indem er sie aus einer Prügelei herauszerrte, was offenbar so ziemlich das Einzige war, was in Boston damals so passierte. Mit damals meine ich die Zeit bis heute. Little war die erste Person, die man rief, wenn es ein Handgemenge gab. Seinen Tisch in der Taverne King's Horse nannte man Littles Gericht, ein Spitzname, mit dem die Briten 1770 ein Ende setzten, weil wir gerne den anderen den Spaß verderben. Johnson unbemerkt erreichen. Unbemerkt. Jetzt müssen wir erstmal dort hochkommen. Ja, Mann. Na toll. Nein! Na, nun bin ich gespannt, wie ich da hochkomme. Teddybär! Wieder was zum Handeln erbeutet. Nein, das wollte ich nie. Das ist da unten. Okay. Hier gehört oder sonst jemand. Oh, was war das gerade? Wir sind uns das für Grafikfehler, die dein Volk gegen uns ausschickt, bewusst. Wie meinst du das, mein Volk? Wir sind alle eins. So sollten wir auch handeln. Wie? Indem wir dir unser Land überschreiben? Dann sind wir alle eins. Ewig in deiner Schuld.
Sir William hat vielleicht recht. Welche Hoffnung haben wir gegen Schießpulver und Eisen? Die Geister führen uns, wie sie es immer taten. Haben sie uns nicht hergeführt? Ja, auf dass wir den großen Betrüger entlarven. Das ist ein Fehler, wir sollen unterzeichnen! Zu klettern. Laut. Was ist denn das da drüben? Ach, eine ganze Patrouille. Mann, ich verteidige mich doch! Stürmt denn der nicht von einer Kugel? Da hatte das gar nicht mit der Waffe zu tun. Der stirbt einfach nicht von einer Kugel. Das ist ja beschissen. Fliegende Fische. Hallo? Ach du Scheiße. Friede, Friede. War ich nicht immer euer Fürsprecher? Habe ich nicht immer versucht, euch zu beschützen? Wenn du uns schützen willst, dann gib uns Waffen, Musketen und Pferde, um uns selbst zu verteidigen. Krieg ist keine Lösung. Was ist mit Fort Stanwicks? Was mit den Grenzverschiebungen? Sogar heute graben deine Leute das Land um, ohne Respekt für die, die darauf leben. Deine Worte sind süß, aber falsch. Wir kamen nicht, um zu verhandeln, zu feilschen. Wir kamen, um dich und euch des Landes zu verweisen. So sei es. Ich bot euch einen Olivenzweig, doch ihr schlugt ihn mir aus der Hand. Vielleicht hört ihr doch lieber auf das Schwert. Willst du uns drohen? Ja. Der Vertrag von Fort Stanwicks, unterzeichnet 1768. Diese Proklamation sollte die ständigen Streitereien um Landbesitz zwischen den Indianern und den stets übergriffigen Kolonisten beenden. König George III. Hatte im Jahr 1763 eine Grenzlinie gezogen, die jedoch in Wirklichkeit keine Rolle spielte. Es lebten bereits Kolonisten westlich der Linie, als er sie zog. Ganz zu schweigen davon, dass das Land nicht wirklich dem König gehörte und er es nicht aufteilen konnte. Ich bin sicher, das war ihm nur kurz entfallen. Könige sind notorisch vergesslich, die armen Kerle, wenn es um die Rechte anderer geht. Mitglieder der Irokesen-Konföderation trafen sich mit William Johnson im Fort Stanwicks, um über eine neue Grenzlinie zu verhandeln. Für sich selbst und im Namen kleinerer Nationen wie der Shawnee. Ich benutze den Begriff Verhandeln. Hier sehr locker. Tatsächlich hatten die Irokesen keine Wahl, als die Vereinbarung zu unterzeichnen. Sie lautete, gebt etwas von eurem Land ab und habt Frieden, zumindest zeitweise.
oder kämpft einen langen und ungleichen Krieg, die Frage nur, wie viel Land. Als der Vertrag unterzeichnet war, entpuppte er sich für Johnson als sehr lukrativ, gelinde gesagt. Er erhielt sogar Land, das die Briten eigentlich gerade erst den Cherokee überlassen hatten. Der Stanwix-Vertrag war sogar so kontrovers, dass die von Briten geführte Handwerkskammer eine Nachverhandlung verlangte, Handelskammer, doch Johnson weigerte sich. Johnson machte ein Vermögen mit Landspekulationen. Ich kann mir vorstellen, dass dieser Vertrag ein regelrechter Glücksfall für ihn war. Und nachdem ich schon stundenlang aufnahme, fällt mir auf, ich habe ja vergessen, das Licht anzumachen. Ach nee, Mensch, Leute, ich sag's euch. Oh nein, was hast du getan? Deine Intrigen durchkreuzt. Du wolltest dieses Land für die Templer gewinnen. Ei, um es zu beschützen. Glaubst du, der gute König George liegt des Nachts wach aus Sorge um das Wohl seiner eingeborenen Untertanen? Oder dass die Stadtbewohner sich einen Dreck um sie scheren? Ach sicher. Die Kolonisten treiben gerne Handel, wenn sie Nahrung oder Obdach brauchen. Oder wenn sie ihr Heer vergrößern wollen. Aber wenn die Mauern der Städte wachsen, wenn neues Ackerland gebraucht wird, wenn es keinen Feind mehr gibt, werden wir sehen, wie sie wirklich sind. Die Kolonisten streiten nicht mit den Irokesen. Noch nicht. Aber sie werden. Das ist der Lauf der Welt. Sie werden sich abwenden. Ich hätte sie stoppen können. Ich hätte euch alle retten können. Du sprichst von Rettung und doch hast du sie ermordet. Ei, weil sie nicht auf mich hören wollten. Und es scheint, du willst es auch nicht. Ayawas ne yahte hagum sare am dahyayum ne skana se zagum haje. William Johnson aktualisiert. Zusätzlich zu den Vertragsverhandlungen sollte Johnson während des Siebenjährigen Krieges Irokesenkrieger rekrutieren und anleiten. Er kämpfte nur in einer Schlacht, aber er wurde gut für seinen Dienst belohnt. 5000 Pfund, das kennen wir alles schon. Falls du dich gewundert hast, als offizielle Todesursache Johnsons wurde ein Schlaganfall angegeben. Zu veröffentlichen, dass er getötet wurde, während er gleichzeitig drohte, die Vertragsunterhändler zu töten, hätte wohl zu einigen politischen Spannungen führen können, um es einmal vorsichtig auszudrücken. Ich schätze, ein Schlag auf den Kopf könnte als besonders schwerer Schlaganfall durchgehen. Ups. Ich bin gleich tot. Sag das doch gleich. Das hatte ich jetzt in dem ganzen Getümmel und Gewusel gar nicht mitgekriegt. Einen Schwalbensprung ausführen und zu fliehen. Aus dem Gebiet entkommen. Verhandlungen mit dem Feind. 100 von 200, 125, 150 von 200%.
Naja, können wir doch ganz zufrieden sein. Sequenz 6 beendet.